Hallo meine lieben Freunde und ich begrüße euch ganz herzlich auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Bitte abonnieren, ich mache hier regelmäßige News, in der Regel täglich. Mehrere Videos werden hier hochgeladen. Heute geht es um die korrupte Weltgesundheitsorganisation WHO und den globalen Pandemievertrag, den man durchsetzen möchte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist zu 80% von privaten Geldgebern und Stiftungen abhängig. Das sind meist superreiche Leute, Eliten, Stiftungen und Konzerne, also die Bill Gates Stiftung oder die Pharmaindustrie, die Geld gibt an die WHO, an die Weltgesundheitsorganisation, damit sie diese Organisation korrumpieren und beeinflussen können und ihre Ziele und Interessen durchsetzen können. Ein Artikel vom Wirtschaftsjournalisten Norbert Hering, er schreibt, WHO-Video zum Pandemieende zeigt, dass die Organisation irreparabel korrumpiert ist. Ein Meinungsbeitrag oder Kommentar von Norbert Hering. Die Links, die ich hier verwende, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Mit einer Videoansprache hat der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tedros heißt es hier, seine Lehren aus der gerade von der WHO für beendet erklärten Pandemie gezogen. Also der WHO-Chef Tedros ist jemand, dem man Menschenrechtsverletzungen vorwirft, weil er äthiopischer Politiker war und brutal Oppositionelle niedergeknüppelt hat. Und darüber hinaus hat er enge Kontakte zur kommunistischen Partei in China. Das muss man natürlich wissen, also auch dieser Typ ist korrupt, auch wenn die Medien das in der Regel nicht berichten. Die Lehre, die ich aus diesem Ausbund an Heuchelei und Verzerrungen ziehe, ist, dass die WHO nicht mehr reformierbar ist. Sie gehört abgeschafft und durch eine Organisation ersetzt, die nicht den Wünschen der Pharmabranche untertan, in Anführungszeichen, ist. Es sei 1221 Tage her, dass die WHO von einem Ausbruch einer Lungenentzündung mit unbekannter Ursache in Wuhan informiert wurde, sagt der WHO-Generalsekretär zu Beginn des Videos über ein aus dem All aufgenommenen Foto der Erde, das auf China und Wuhan gezoomt wird. In 3 Jahren habe Covid-19 unsere Welt auf den Kopf gestellt. Wieder ein Foto der Erde. Mindestens 7 Millionen Tote seien der WHO gemeldet worden, aber es seien sicher eher 20 Millionen gewesen. Das ist interessant, es wird hier einfach behauptet, 20 Millionen, ich weiß nicht, welche Fakten es da angeblich geben soll. Allein die Zahl 7 Millionen wird von vielen Menschen schon hinterfragt, denn es wird in der Regel nicht unterschieden, ob man am oder mit dem Virus gestorben ist. Das heißt, viele Menschen, die gestorben sind, sind über 80 Jahre alt mit 3 Vorerkrankungen und haben dann noch Corona und sterben dann. Und im Zweifelfall hat man dann gesagt, die Todesursache ist Corona. So ist man vorgegangen, also selbst die Zahl von 7 Millionen Toten wird von vielen Menschen hinterfragt. Also es heißt hier, in über 2 Jahren 7 Millionen Tote hat es angeblich gegeben und man behauptet jetzt einfach, nee, das waren eigentlich 20 Millionen, behaupten jetzt manche sogar, obwohl man eher fragen müsste, ob 7 Millionen, ob es nicht weniger als 7 Millionen waren, behauptet man einfach 20 Millionen. Hier müssten Faktenchecker, auf deren Hilfe bei der Kontrolle des Narrativs sich die WHO so intensiv stützt, mindestens den Stempel irreführend wegen fehlendem Kontext aufdrücken. Natürlich nur, wenn sie Aussagen der WHO überprüfen würden, was sie so gut wie nie tun. Zum fehlenden Kontext gehört, dass pro Tag auf der Welt rund 150.000 Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen sterben. In 1221 Tagen sind das über 180 Millionen Todesfälle. Also 180 Millionen Menschen sind in den letzten 1221 Tagen gestorben. 180 Millionen Menschen, davon 7 Millionen oder vielleicht auch weniger an Corona. Wie gesagt, manche behaupten auch, es seien mehr. Laut Our World and Data starben 2020 auf der Welt 63,2 Millionen Menschen. Gut 5 Millionen mehr als 2019. Also jedes Jahr sterben so ungefähr 60 Millionen Menschen, glaube ich. Dann kommt eine Liste von Übeln, die Tedros dem Virus zuschreibt, obwohl sie zu einem großen Teil auf überzogene und teilweise nutzlose Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zurückgehen. Sogar die Geschäfte haben für Tedros nicht die Regierungen mit ihren Lockdown-Entscheidungen geschlossen, sondern das Virus. Durchgängig meine Übersetzung. Tedros sagt Folgendes. Gesundheitssysteme wurden erheblich gestört mit Millionen Menschen, die essentielle Gesundheitsdienste nicht mehr bekommen. Ja, stimmt.
Das war so. Und warum waren das so? Es waren vor allem Lockdowns und Panikmache, die die Leute von den Krankenhäusern und Arztpraxen fernhielten. Zehntausende Menschen mit Herzinfarkt oder auch Schlaganfall sind nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, aus Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Zehntausende Krebsvorsorgeuntersuchungen fanden nicht statt. Und übrigens nur mal nebenbei noch eine Zahl. Im Corona-Jahr 2020 wurden weltweit 225 Millionen Jobs vernichtet. Das führt zu Armut, Hunger, Tod. Wer profitiert eigentlich an diesem Welthunger? Das ist die Frage, die sich stellt. Tedros sagt weiter, es verursachte schwere wirtschaftliche Verwerfungen, drückte die Wirtschaftsleistung um Billionen und unterbrach den Reise- und Handelsverkehr, schloss Geschäfte und stürzte Millionen in Armut. Er sagt, es war das Coronavirus, aber es waren die Corona-Maßnahmen. Das waren eher Lockdowns, Reisebeschränkungen etc., schreibt Norbert Hering als Beurteilung. Tedros, also der korrupte und kriminelle WHO-Chef, sagt, es verursachte schwere soziale Verwerfungen mit geschlossenen Grenzen und eingeschränkter Bewegungsfreiheit, geschlossenen Schulen und Millionen Menschen, die Einsamkeit, Isolation, Furcht und Depression erfahren haben. Vollkommen richtig. Auch hier Panikmache, Lockdowns, Besuchsverbote, Kontaktbeschränkungen. Weiter sagt Tedros, Covid-19 hat politische Verwerfungslinien zwischen und innerhalb von Nationen vertieft. Es hat das Vertrauen zwischen Menschen, Regierung und Institutionen zerstört, angetrieben von einer Flut von Desinformation und Falschinformation. Stimmt, Karl Lauterbach hat Falschinformationen verbreitet, Politiker haben Falschinformationen verbreitet, Medien haben falsche Informationen verbreitet, Mainstream-Virologen, nenne ich sie mal, haben auch Falschinformationen verbreitet, die WHO hat wahrscheinlich auch Falschinformationen verbreitet und etliche andere Leute, die uns erzählen wollen, was für eine Meinung wir angeblich haben sollen, haben medizinische Fehlinformationen verbreitet. Vollkommen richtig. Absolute Zustimmung. Das können wir also beobachten. Also wir sehen, egal wie viel Falschinformationen die Medien, die Tagesschau und andere berichtet haben, das wird auf YouTube nicht gelöscht. Aber wenn du dann mal gesagt hast, Corona-Impfungen haben Nebenwirkungen, das kann gelöscht werden. Wenn du sagst, die Maßnahmen kann man auch kritisieren oder als unverhältnismäßig, gelöscht. Und dann, aber Kinder, Maskenpflicht für Kinder, das wird sie psychologisch schädigen, das kann sie traumatisieren, dann kriegen sie stundenlang nicht mehr richtig Luft, gelöscht. So läuft es auf YouTube ab. Also wer verbreitet hier wirklich die medizinische Fehlinformation? Sind das wirklich wir? So viel kann man also sagen. Wenn ihr den ganzen Artikel lesen wollt, ich werde es euch, wie gesagt, in der Infobox unter dem Video verlinken und auch zwei weitere Dinge werde ich euch verlinken. Es gibt hier eine Art Petition, die man unterzeichnen kann und vielleicht sollte man das auch erwägen und tun. Bekämpfe die Machtergreifung der WHO. Sag Nein zum Pandemievertrag. Das ist das, was hier aktuell passiert. Kürzlich sah ich der Lungenfacharzt Dr. Wolfgang Wodak, Politiker gewesen bei der SPD im Bundestag und er hat teilgenommen am Schweinegrippe- und Corona-Untersuchungsausschuss und kürzlich auf YouTube hat man ein Video von ihm, wo er teilgenommen hat, gesehen. Stoppt die WHO-Weltdiktatur oder so ähnlich hieß das Video, ich weiß es nicht mehr genau. Das heißt, die WHO plant einen Pandemievertrag durchzusetzen, der im Falle einer Pandemie zum Beispiel die Meinungsfreiheit noch krasser einschränken könnte. Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, also die WHO der UN, versucht, umfassende Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, IHR, durchzusetzen. Wenn ihr die Petition dagegen unterzeichnen wollt, wie gesagt, auch wie in der Videobeschreibung zu sehen. Die noch nie dagewesene Macht verleihen, wurde Desinformation, falsche Fehlinformationen in Deutschland, auf der ganzen Welt zu bekämpfen. Ja, dann sollen sie erstmal bei sich selber anfangen. Dies würde der WHO enorme Kontrolle geben, auf welche Informationen wir Zugriff haben und unsere persönlichen Gesundheitsentscheidungen beeinflussen. Die vorgeschlagenen Änderungen der WHO würden ihre Macht erweitern, potenzielle Gesundheitsnotfälle auszurufen. Das kommt dazu. Man kann auch ein Virus, das keine Pandemie ist, auch zur Pandemie machen. Das passierte bei der Schweinegrippe.
Die Schweinegrippe hat man 2 Jahre als Pandemie bezeichnet, sie war aber keine Pandemie. Und dann kann man bestimmte Maßnahmen auch durchsetzen, dann kann man die Meinungsfreiheit, andere Freiheiten einschränken, Videos löschen etc. Das soll hier durchgesetzt werden. Wenn möglich, kämpft dagegen an. Es würde WHO-Beamten die Macht geben, neue globale Überwachungs- und Datenaustauschmechanismen zu entwickeln. Sie würden auch der WHO erlauben, sich selber als koordinierte Autorität während einer öffentlichen Gesundheitsnotfalls von internationaler Bedeutung anzuerkennen, was sie ein Stück weit schon sind, aber das könnte dann weiter ausgebaut werden. Es ist fast wirklich ähnlich wie eine Machtergreifung, die hier stattfindet von einer WHO, die auch noch korrupt ist. Wenn diese vorgeschlagenen Änderungen genehmigt werden, wird die WHO ihre Kapazitäten stärken, um die vermeintliche Desinformation, Fehlinformation, also abweichende Meinungen und Stimmen zu bekämpfen. Also noch radikaler, als man das ohnehin schon tut. Dies ist eine gefährliche Erweiterung ihrer bereits weitreichenden Befugnisse zur Zensur von Online-Inhalten und würde unsere Meinungsfreiheit weiter einschränken. So viel dazu. Den ganzen Artikel als Petition findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Unterschreibt das bitte, wenn ihr möchtet. Über 350.000 Unterschriften. Das ist doch schon mal was. Norbert Hering, der bekannte Wirtschaftsjournalist, einer der besten Journalisten in Deutschland, schreibt in seinem Blog, er hat auch schon für den Fokus und auch Mainstream-Medien geschrieben und versucht auch dann schon mal in irgendwelchen Radiosendungen seine kritische Haltung, weil er einen hohen Respekt genießt, auch durchzusetzen. Er ist elitenkritisch, kritisch mit der Bargeldabschaffung, aber auch die Corona-Maßnahmen hat er kritisiert und darüber hinaus auch gesagt, na, da gibt es bestimmte Leute, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, Klaus Schwab, superreiche Leute, die uns Dinge vorschreiben wollen. Das ist ein elitenkritischer Wirtschaftsjournalist, der wirklich einen guten Job macht in meinen Augen. Und er schreibt, Hunderttausende haben bereits die Petition gegen den WHO-Pandemievertrag und IAR-Reform unterschrieben. Eine am 12. April gestartete Petition an Bundeskanzler Olaf Scholz. Olaf Scholz kann man sich vorstellen wie ein Mafia-Paten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der Bäcker für ihre Existenzängste auslacht, Millionen von Menschen in die soziale Armut treibt, neonazistische Strukturen wahrscheinlich in der Ukraine unterstützt und damit neben der Unterstützung krimineller Organisationen dann auch illegalen Waffenhandel möglicherweise betreibt, etliche kriminelle Korruptionsskandale, Wirecard, Warburg Bank, Durchsuchung seines Finanzministeriums, als er noch Vizekanzler und Finanzminister war und wahrscheinlich die CDU-Mafia, also Merkel-Mafia und so weiter, verhindern wollte, dass der Mafia-Pate Olaf Scholz der neue Kanzler wird. So viel dazu. Also, es gibt eine Petition und die richtet sich dann an diesen Bundeskanzler Olaf Scholz. So macht man das häufig, dass man die Regierung direkt Druck erzeugt. Wir müssen uns angewöhnen, auch die Ministerien, die absolute Scheiße bauen, anzuschreiben mit tausenden E-Mails, um sie unter Druck zu setzen. Protest auf der Straße ist gut. Und Protest durch massenhafte E-Mails ist gut. Menschen aufklären ist gut. Verbreitet dieses Video. Zeigt es euren Familienmitgliedern und Freunden. Zeigt es anderen Menschen. Teilt es in politischen Telegram-Gruppen. Also Norbert Hering sagt hier schon, hunderttausende Unterschriften gegen die Petition im Zusammenhang mit diesem diktatorischen Pandemievertrag, der hier beschlossen werden soll. Auch diesen Artikel werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ich bitte euch, diesen Kanal hier zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Jetzt kommt hier wieder die Fliege. Weiter zu empfehlen. Bei mir gibt es in der Regel tägliche News. Ich arbeite von morgens bis tief in die Nacht. Ich habe zuletzt ein Video gemacht, so kann der Krieg in der Ukraine gestoppt werden. Das solltet ihr auch unbedingt sehen, anschauen und weiter verbreiten und Leuten per E-Mail schicken und teilen in Telegram oder wo auch immer. Hier gibt es eigentlich in der Regel jeden Tag News. Mehrere Videos werden hier täglich hochgeladen, oft von mir selbst oder auch Vorträge oder Berichte oder auch Informationen, die auch wichtig sind, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, wo die Medien ständig lügen. Ja, wundert euch nicht, hier fliegt eine Fliege rum, ja, wenn die hier manchmal rumfliegt. Also, Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Zeigt es anderen Menschen. Wenn ihr jemanden kennt, vor allem jemanden, den ihr mögt, dann zeigt ihm hier diesen Kanal und ruft ihn bitte auf den Kanal
zu abonnieren für regelmäßige, in der Regel tägliche News. Ich habe auch Kontakt zu Politikern oder deren Team, muss man dazu sagen, zu Todenhöfer aktuell. Der ist sehr umstritten, das weiß man, aber er war in über 10 Kriegsgebieten, also habe ich mal auf Facebook mit ihm oder seinem Team geschrieben. Und natürlich auch Dietmar Bartsch oder seine Mitarbeiter habe ich auch eine Antwort erhalten im Zusammenhang Friedensverhandlungen für die Ukraine. Also ich nehme auch Kontakt zu Politikern oder deren Team oder Beratern oder Parteien oder Friedensorganisationen immer wieder auf, um E-Mails zu senden, Informationen zu erhalten oder anderen zu helfen mit Videos, Informationen. Ein eigenes Programm für eine Partei habe ich geschrieben, ich gründe aber keine Partei, sondern ich habe das nur geschrieben, damit andere davon profitieren können und habe es auch auf meinem Kanal veröffentlicht. Bitte abonnieren und weiterverbreiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.